Hallo, mein Süßer. Hier ist die Sarah. Was hast du für Fantasien? Erzähl mir mehr davon. Oh, das macht mich an. Du träumst. Sarah? Bist du noch dran? KF, bitte kommen. KF braucht Verstärkung. Jemand aus der Nachbarschaft was beobachtet? Nein, aber wir konnten noch nicht alle Nachbarn befragen. Guten Abend. Wie siehst du denn aus? Spar dir die Sprüche, okay? Ich war im Theater. Du, im Theater? Ja. Ich bin im Gegensatz zu dir ein bisschen kultiviert, Kollege. Oh, Kollege, du und kultiviert? Ja. Du hast bestimmt eine Wette verloren oder sowas. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur ein zuvorkommender Neffe, der seiner Tante einen Gefallen tun wollte, okay? Dann kommen wir der Sache schon näher. Was haben wir denn? Die Tochter heißt Sarah Paul. Hat hier alleine gelebt. Eine Nachbarin hat einen Schrei gehört und nachgesehen, weil sie festgestellt hat, dass die Wohnungstür offen stand. Hast du die Wohnung betreten? Nee, hat direkt die Polizei gerufen. Eine Stichwunde. Tatwaffe haben wir noch keine gefunden. Habt ihr schon eine Ahnung, wie der Täter reinkam? Die Wohnungstür sieht ziemlich unversehrt aus. Einbruchspuren gibt's auch nicht. Wahrscheinlich hat sie telefoniert, als sie erstochen wurde. Scharf kombiniert, Musterneffe. Aber dann muss doch der Gesprächspartner irgendwas mitbekommen haben. Unbekannte Nummer. Hier, ich habe die Adresse der Mutter des Opfers gefunden. Ah ja, danke. Ist ja gleich um die Ecke. Fahren wir am besten gleich mal hin. Wir? Nee, so fährst du nirgends vorhin, Kollege. Du wartest ja schön auf den Dock und die Spurensicherung. Die haben bestimmt auch noch einen passenden Spruch für dich. Bis später. Bis später. Warum sagen Sie denn nicht, was los ist? Ist irgendwas mit Sarah? Genannt. Mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei. Sie sind der Vater von Sarah Paul? Nein, Hermann ist mein Lebensgefährte. Was ist denn passiert? Ich habe leider eine sehr traurige Nachricht für Sie. Vor etwa einer Stunde haben wir Ihre Tochter Sarah tot in ihrer Wohnung gefunden. Was? Oh mein Gott. Es tut mir wirklich sehr leid. Nein, das ist nicht wahr. Was ist denn passiert? Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen, aber wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Einbrecher? Nein, danach sieht es nicht aus. Wir haben keine Einbruchspuren gefunden. Ihre Tochter hat dem Täter wohl freiwillig die Tür geöffnet. Miguel? Sie haben einen Verdacht? Miguel Hernandez? Natürlich, der Ex-Freund von Sarah. Sie hat vor 5 Monaten mit ihm Schluss gemacht und seitdem stellt er ihr nach. Was heißt, er stellt ihr nach? Er hat Sarah verfolgt, ihr immer wieder vor ihrer Wohnung aufgelauert, ihr Drohbriefe geschrieben. Er wollte sie umbringen, das hat er geschrieben. Sie sollte zu ihm zurückkommen. Und sonst wollte er sie umbringen, damit sie keinen anderen kriegt. Hat ihre Tochter Anzeige erstattet? Ja, ja. Die Polizei hat sogar eine... einstweilige Verfügung. Der Kerl durfte sich nicht näher als 50 Meter ihr nähern. Aber sehen Sie ja, was das gebracht hat. Den hätte man gleich einsperren müssen. Hatten Sie den Eindruck, dass dieser Hernandez seine Drohung ernst meint? Klar. Der saß ja sogar schon mal im Gefängnis. Deswegen hatte ja Sarah solche Angst vor ihm. Ja, aber dann hätte sie ihm doch wohl kaum freiwillig die Tür aufgemacht. Vielleicht hatte der noch einen Schlüssel und Sarah wusste das nicht. Wir checken das mal. Ja, Alex, ich bin's. Check doch mal bitte ein Miguel Hernandez für mich. Und ich brauche einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Ja, er ist vorbestraft und hat dem Opfer gedroht, sie umzubringen. I'm walking away from everything I need a room with new colors.
when I didn't mind. Sie müssen hier Herren von der Polizei sein. Mit wem habe ich telefoniert? Ja, mein Name ist Naseband. Wir haben telefoniert, mein Kollege Ritter. Sind Frau Muschler die Hausmeisterin? Ja, genau. Höchste Zeit, dass hier mal die Polizei nach dem Rechten sieht. Ramazamba bis in die Puppen, aber nichts arbeiten. Zustände sind das. Wie ich Ihnen bereits am Telefon sagte, brauchen wir vielleicht einen Schlüssel von der Wohnung. Sie haben einen, ja? Ja, genau. Herr Hernandez, machen Sie bitte auf. Polizei, öffnen Sie die Tür, sonst verschaffen wir uns Zutritt. Sie sollten mal sehen, was da für Leute ein- und ausgehen. Finstere Gestalten sind es. Ich schließe jetzt meine Wohnung immer dreimal zu. Okay, Sie warten hier draußen, ja? Wenn Sie was brauchen, dann bin ich jederzeit. Sie bleiben hier draußen. Leute, geht mal los. Guck mal, es müssten mindestens 10 Gramm sein. Koks. Ja. Nicht, dass wir nachher gesucht haben, aber besser als nichts. Guck mal hier, das Opfer. Fotos von ihr. Die sind noch gar nicht so alt. So viel zum Thema einstweilige Verfügung. Tja, das scheint sie nicht besonders interessiert zu haben. Mhm. Sonst noch was? Ja, hier sind noch 2 Ordner. Die sind aber passwortgeschützt. Da komme ich nicht dran. Das machen die Kollegen von der Technik schon. Ja, da bin ich auch sicher. Hey, was ist hier los? Herr Hernandez, Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, mein Kollege Ritter. Wir haben mehrfach versucht, Sie anzurufen und Ihnen auf die Mailbox gesprochen. Hier. Ja, sowas höre ich halt nicht ab. Das hätten Sie besser mal. Hier, der Durchsuchungsbeschluss. Ich lege ihn auf den Tisch. Wen das mit dem Koks ist, der ist nicht meiner. Schon klar. Hat die Putzfrau vergessen, ne? Alter, ich will einen Anwalt, so ein Pflichtdienst, darauf bestehe ich. Wenn Sie haben. Aber wegen dem Zeug sind wir gar nicht hier. Wir sind hier wegen dem Mord an Sarah Paul. Sarah? Wie jetzt? Sie haben mehrfach gedroht, sie umzubringen. Dafür gibt's sogar Zeugen. Mann, das war doch nicht ernst gemeint. Ich wollte sie zurückhaben. Und dass sie nicht wollte, sind Sie zu ihr in die Wohnung und haben sie erstochen, oder was? Nein, das habe ich nicht. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr? Ich habe schon gesagt, ich will einen Anwalt. Vorher sage ich nichts. Den brauchen Sie auch. Sie sind vorläufig festgenommen. Bring ihn auf die Dienststelle, ja? Ihr habt den Hernandez also laufen lassen. Er kriegt natürlich ein Verfahren wegen dem Koks. Aber mehr haben wir nicht bei ihm gefunden, Alex. Kein Zweitschlüssel, keine Tatwaffe, nichts. Er kann ja auch alles entsorgt haben. Hat er denn ein Alibi? Wenn alleine vor dem Computer zocken eins ist, dann ja. Trotzdem, ich glaube, der war es nicht. Der war total geschockt, als er vom Tod seiner Ex-Freundin erfahren hat. Tja, vielleicht ist er auch einfach nur ein guter Schauspieler. Fest steht jedenfalls, dass die Stichwunde im Oberkörper des Opfers todesursächlich war. Todeszeitpunkt war zwischen 20 und 22 Uhr. Das passt auch zu der Aussage der Nachbarin, die gegen 21 Uhr den Schrei gehört hat. Leute, Herr Konrad Meyer. Herr Meyer hat gestern mit dem Opfer zwischen 21.12 Uhr und 21.15 Uhr telefoniert. Bitte. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Sie haben also gestern Abend mit Frau Paul gesprochen. Ja, das stimmt. In welchem Verhältnis standen Sie denn zu ihr? Verhältnis, ja. Kannten Sie sie privat? Privat. Privat. Also eine Bekannte von Ihnen? Nicht direkt. Nein, eigentlich nicht. Ich war ein Kunde. Sie verstehen. Nö, das müssen Sie uns erklären. Sie konnten sie anrufen. Für 2,99 die Minute. Aber das wissen Sie doch sicher. Ach, Telefonsex? Sie kannten Frau Paul also nicht persönlich? Nein. Als Sie gestern Abend hier telefoniert haben,
Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Das war schon eine komische Situation. Plötzlich hat das Mädchen aufgehört zu reden. Dann gab es einen Schrei. Und dann war die Leitung tot. Herr Mayer, haben Sie vielleicht ein lautes Geräusch gehört? Eine andere Stimme oder vielleicht die Tür klingeln? Es gab nur den Schrei, das war alles. Na ja, nur ist gut. Sind Sie gar nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu verständigen? Meine Güte, in so einer Situation kommt doch nicht auf den Gedanken, dass am anderen Ende jemand umgebracht wird. Ja, alles klar, Frau Peters. Dann bis gleich, wieder an. Frau Peters, die Agenturchefin der Sex-Hotline. Sie ist auf dem Weg hierher. Meinst du, das bringt was? Es wäre doch möglich. Ich meine, vielleicht hat sie ja durch irgendeinen Zufall mitbekommen, dass das Opfer von einem Kunden zu Hause besucht wurde. Ach Quatsch, bei solchen Hotlines läuft das doch total anonym ab. Die Frauen tragen dann noch nicht mal ihre echten Namen. Ja, ist schon klar. Aber ein Versuch, denke ich, ist es wert. Oder? Oh, kannst du mal kurz pass auf, Salz. Ach, das Ritterli. Robert, pass auf, Gerrit steht gerade neben mir. Ich mache auf laut. Was gibt's? Hebt mir was von dem China-Futter auf. Ich bin gerade auf dem Weg zur Wohnung von diesem Miguel Hernandez. Da hat jemand versucht einzubrechen. Jetzt ratet mal wer. Ja, keine Ahnung, sag schon. Hermann Sauder, der Freund der Mutter. Was wählt der denn da? Keine Ahnung. Aber ich bin gleich da. Ich melde mich später. Ja, okay, kein Thema. Dann haben wir jetzt hier mehr für uns zum Essen. Wehe. Ich weiß genau, wie viele Frühlingsröllchen in der Packung sind. Wenn auch nur eins fehlt, dann... Ja, ja. Wiederhören. Bla, bla, bla. Hallo, Kollegen. Hallo, Robert. Der Nachbar von gegenüber hat beobachtet, wie Herr Sauder versucht hat, die Tür von Hernandez aufzubrechen. Erfolglos. Wo ist Herr Hernandez denn jetzt? Keine Ahnung, nicht zu Hause. Auf dem Handy ist auch nicht erreichbar. Das kennen wir ja schon. Steigen Sie mal aus, Herr Sauder. Und? Natürlich habe ich versucht, in die Wohnung zu kommen. Was soll ich denn sagen? Und warum? Ja, irgendwas muss ich doch tun. Der Kerl hat Sarah auf dem Gewissen. Meine Freundin dreht völlig durch. Die ist am Ende. Also erzählen Sie mir nichts. Herr Sauder, bei allem Verständnis für Ihre Situation. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen, okay? Damit helfen Sie Ihrer Lebensgefährtin am besten. Vermutlich haben Sie recht.